Wir haben aber sonst keine Gäste, ne? Oh, Herr Officer ist wieder am Start. Wo ist mein Grabding? Ah, lol, es ist da hinten. Okay, ich soll irgendwo ein Lager wiederherstellen. Schließe alle Ziele ab, um Tankstelle aufrüsten zu können. Hinweis, die Aufrüstung der Tankstelle erfüllt über das Menü in der Station über dem Hauptbildschirm des PCs. Okay. Wiederherstellen. Schließe mehr Aufgaben ab. Dekoration. Einrichtung, Werkzeuge. Mail. Okay. Wieso geht er jetzt wieder weg? Ist, weil ich hier nicht... Ich habe doch hier geputzt, oder? Okay, wir müssen auf jeden Fall Kraftstoff wieder nachkaufen. Innenbereich. Decorations. Außenbereich. Was? Kaufen. Südlicher Sitz kaufen. Sitzbank vorne. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Notiztafel. Na, Tafel. Rauchen verboten. Komm, ich lasse das jetzt erstmal. Ich muss Geld verdienen. So, wir müssen neuen Kraftstoff bestellen. Wir machen mal 100 Liter. Oder für 100 Dollar. So, okay. Er will getankt werden. Nein! Es war nicht genügend da. Okay, wir haben zwei Kunden. Oh, oh. Nein, nimm's doch in die Hand. Oh Gott, das wäre fast so reingefallen. How much do I owe you? Herr mit dem Geld. Oh Gott, fast nicht gekriegt. Oh, okay, du hast Trinkgeld erhalten. Ehre, Alter. Okay, hier wird auch Scheiß weggeworfen. Kann ich hier... Nice. Okay. Digga, es war voll stressig hier so Tankwart zu sein, ne? Nein. Ja, ist ja gut. Mach den Schutzen drauf. Alter. Wie soll man denn hier irgendwas schaffen? Beruhigt euch doch mal jetzt hier. Oh mein Gott. Okay, der Tanklaster verpisst sich wieder. Wir sind hier immer noch nicht durch mit dem Anmalen. Nein, falsche Farbe. Kann man Personal einstellen? Ich glaube ja. Wieso geht der Polizist immer wieder weg? Ist hier irgendwas nicht richtig für ihn? Man kann, glaube ich, Personal anstellen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe, soweit bin ich noch nicht. Ich nehme es aber mal an. Weil so rein vom, wie stressig das hier alles gerade ist, muss man ja Personal haben irgendwann, nehme ich einfach mal an. Ich hoffe, dass ich die hart unterbezahlen kann hier. Okay. Schmeißen die nur irgendwas weg oder was? Wieso gehen die teilweise wieder ohne was zu kaufen? Guck mal.
Die schmeißt hier nur was in den Müll, die Alte. Die hat die Bude versaut für so eine Scheiße. Ah, das ist frech. So, hey, ich kann tanken. Perfekt, Trinkgeld bekommen. Sekunde, so, und dann grüne Farbe. Ich will jetzt hier zumindest endlich mal das Ding hier fertig kriegen. Okay, haben wir jetzt alle? Ne, hier fehlt noch was. Ach. Okay, gibt's jetzt noch irgendjemanden, der... Ah, er will kaufen. Okay, hi. Boah, Alter. Nein! Awful. Wieso bist du sauer, dass du was umsonst kriegst, du Arsch? Erwerben Sie Aufrüstung der Tankstelle auf Level 2. Mehr Info. Ah, ich kann mehr Gasolin in mein Ding reinfüllen, in meinen Kraftstofftank. Neuer Level, Anforderung. Old Money, Required Money. Und jetzt? Yo, okay. Was auch immer das gebracht hat. Warte, haben wir zwei Tanksäulen? Nee, da ist ein Dach drüber jetzt, okay. Ey! Digga, zieh dir mal ein T-Shirt. Okay, alles gut. Wollen mit ihm nicht mucken. Nicht, dass wir wieder einen aufs Maul kriegen. Finde einen Weg, das Lagerhaus zu betreten und das Tor zu öffnen. Schmeißt er nur irgendwas weg? Alter. Was ein Typ. Okay, ich soll... Finde einen Weg, das Lagerhaus zu betreten, das Tor zu öffnen. Jo. Das ist ein Schlüssel gewesen. Digga, der Raum ist größer geworden. Okay, ich habe einen Schlüssel genommen gerade. What the fuck? Vorsicht, halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Okay. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Ja, wir müssen aber erstmal gucken, dass wir auch die ganzen Kunden währenddessen hier, ne? Alter. Ist alles nicht so einfach hier. Trinkgeld. Okay. Kann ich das hier aufheben? Platzieren. Keine Produkte mehr. Kann ich das stattdessen hier so hinstellen? Mal, das ist nicht gerade, ne? Nee. Hä? Was ist denn jetzt? Place 10. Oh, lol. Place all. Shit, Alter, wie viel hier zu tun gibt. Das ist ja unglaublich. $5 Trinkgeld. Ehrenbruderbasis. Nur eine Dose? Ah. Alter. Oh, jetzt kann ich rot. Oh, ist doch frech. Naja, wir machen jetzt grün. Ich mach dann... Wobei, ich kann auch jetzt rot machen.
Und dann... Warte mal. Wobei, das ist so ein Scheißrot, ne? Wobei, wir gucken mal. Das ist zu dunkel, das Rot. Oh, fuck. Ist auch eher braun als rot, ne? Na, wobei? Gibt's noch ein anderes Rot später? Ach komm, egal. Wobei ich eigentlich wahrscheinlich mich eher um die geilen Business-Sachen kümmern sollte, ne? Dass ich mehr Geld krieg. Oh, hi. Sorry! Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder in Betrieb zu... Ja, das versuche ich jetzt mal gerade. Aber das ist alles hier echt... Alter, ey. Alles hier problematisch, ne? Hey, Wachtmeister. Nein. Oh. Good job. Stressig. Ich muss hier dafür sorgen, dass die Leute hier rein wollen und hier Sachen kaufen. Deswegen, ich bringe jetzt erstmal den ganzen Müll raus gerade. Und dann gucken wir, dass wir das Lager wieder aufgeräumt kriegen. Offensichtlich ist da über dem Lager da, wo ich penne, ne? Kann das sein? Warte mal, ne? Du hast ja gerade mit Personal gefragt. Wenn du Tiefkühlpizza in einer Tankstelle verkaufst, weißt du, dass du es geschafft hast. Ich glaube auch. Tiefkühlpizza und Bier, ne? Alkohol und schmutzige Heftchen, glaube ich. So, warte mal. Angestellte. Es gibt Angestellte. Ja, aber das kann ich noch nicht machen. Belastend. Na, Puppe. Bock auf Benzin? Okay. Es ist hart belastend, dass man nicht rennen kann. Tatsächlich. Okay, kann ich die Tür offen lassen, solange ich hier den Müll rausbringe? Yo, Alter. Warte, kann ich hier eventuell... Hier gibt's keinen kleinen Müll, ne? Doch, ein bisschen gibt's. Auch nicht wirklich viel. Das wäre wahrscheinlich sogar eine schlauere Lösung hier. Schmeißt mal alles raus gerade. Aber als ob man so eine Schildkröte einfach so wegwerfen kann, ey. Okay. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, gucke ich mal gerade. Keine Kundschaft. Ich muss, glaube ich, auch bald neue Snacks besorgen, hä? Okay. Na, Puppe, brauchst du Füllung? Ja. Ich muss ja auch hier alle Tankwart-Klischees erfüllen, oder? Top of the line job there. Let's go, Alter. Geil, auftanken. Kraftstoffstatus ist niedrig. Ja, müssen wir wohl nachholen. $700? Okay, Lieferung, Kraftstoffvorrat. Wir holen mal für $200. Gibt's wahrscheinlich Mengenrabatt. Ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, aber komm. So, während die da jetzt rumeiern. Alter, was für ein Chaos hier.
Wie soll ich denn die ganzen Heuballen hier unterbringen, Mann? Ah, wat? Oh! Voller Longshot, Alter. Das Auto wird jetzt wahrscheinlich auch nie mehr aufhören, hier so rumzuknittern, oder? Ach, leck mich doch. Okay. Wir gucken kurz, ob wir wieder Kundschaft haben. Oh, meine Benzinfüllung ist da. Danke, Otto. Kundschaft, Kundschaft. So. Nur ein Ding, weil wir keine Dinger mehr haben, ne? So, was darf's denn sein, mein Freund? Have a nice day. Have a nice day. Achso, ich kann einfach durch die durchlaufen, ne? So, ist Otto fertig hier? Ja, super. Okay, weiter im Text. Wie hoch kann man stapeln, bevor die Müllabfuhr kommen muss? Ich weiß nicht. Ich glaube, es fällt einfach wieder raus, wenn man zu hoch stapelt. So, gefühlt. Ach, guck mal, hier ist noch ein Container. Schmeißen wir es mal hier rein. Ich glaube, es fällt einfach leider wieder raus. Wollen wir mal alles aufräumen erstmal, bevor man hier irgendwas zusammengebastelt kriegt, ne? Wieso muss ich vor allem nur die Heuballen wegräumen und nicht hier das Schlagzeug und so? Kann ich hier nicht Sperrmüll holen, dass hier das Schlagzeug mal jemand kauft? Guck mal, hier ist noch ein Heuballen. Stelle das Lager über dem Hauptbildschirm am PC wieder her. Da hinten fliegt noch die Schildkröte rum. Müssen wir auch noch wegräumen dann später. Aber komm. Und dann demnächst müssen wir auch noch den Sand wegschieben. Noch Kundschaft? Ne, perfekt. Ach verdammt, Alter. Man kriegt hier keine Ruhe, ne? So, stelle das Lager wieder her. Lager 50. Perfekt. Warehouse obtained. Nice, Alter. Okay. Bestelle zusätzliche Produkte zum Verkauf in der Registrierkasse. Registrierkarte? Kasse heißt das wohl. Produkte. Erfrischungsgetränke. Lol, wie... Okay. Je mehr verschiedene Produktmarken im Regal, desto mehr werden die Kunden kaufen. Die Preise ändern sich jeden Tag zu Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Preis an, rot bedeutet, dass der Preis ungünstig ist. Du machst trotzdem einen Gewinn, aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes... Ich kann nicht scrollen. Okay. Das heißt, das ist alles teuer, oder was? Ich hole einfach mal was von jedem hier. So, Warenkorb. Bestellen. Habe ich das jetzt gemacht? Ich bin knapp bei Kasse, heißt das hier. Dann langsam hier mal hinmachen, so. That'll do. That'll do. Habe ich das jetzt bestellt oder nicht? Ja, verpiss dich. Nix da. Komm. Ich habe den ganzen Tag Zeit hier.
fine job there. Nice. Habe ich das jetzt bestellt oder nicht? Neue E-Mail. Lager und Lieferungen. Ja, das habe ich, glaube ich, schon gelesen, ne? Um noch etwas Wichtiges. Denk daran, die Tore des Lagers immer zu schließen. Wenn du fertig bist, ein Dieb wird jede Gelegenheit schon von weitem... Ach, wittert. Also nicht... Okay. Habe ich das bestellt? Nee, ne? Produkte. Okay, wie viel kostet mich das jetzt? 239.